Herzlich willkommen zu einer Sonderberichterstattung. Hier ist Black Bird Live. Sehr geehrte Kommunisten, Kommunitisten, wir haben gerade davon Wind bekommen, dass in Dallas vom 7.7. Auf den 8.7. Es zu einem Attentat gekommen ist, und zwar hat ein Scharfschütze, wir wissen es nicht, ob es einer oder mehrere Scharfschützen waren, auf jeden Fall hat ein Scharfschütze von einem Hochhaus bzw. von einem Park aus dann auch noch Polizisten erschossen in Dallas. Zu der Zeit war eine große Demonstration von den Schwarzen und von anderen Menschen anderer Herkunft und sowas aufgrund, dass es bei der Polizei zu Schießereien beziehungsweise zu Anschlägen kam von der Polizei aus auf andere Menschen rassischer beziehungsweise ethnischer Herkunft, nicht nur in Dallas, sondern auch in anderen Bundesstaaten. Und eben in Dallas, Texas, ist jetzt etwas noch Schlimmeres passiert. Und zwar gab es gezielte Attentate auf Polizisten, auf Polizeibeamte. Dabei starben vier Polizisten, wurden vier Polizisten tödlich getroffen von dem Scharfschützen, der übrigens keinen schwarzen Hintergrund hat, sondern einen weißen Hintergrund. Ja, es ist ein weißer Mensch, der auf Polizisten geschossen hat. Er hatte eine sehr gute Sniper-Rifle, wurde auch erzählt, auch aus amerikanischen Berichten, aus Fox 4 und aus Augenzeugenberichten kam das jetzt rein. Und während der Demonstration auf die Polizisten geschossen worden ist, gezielte Tötungen verübt worden sind in Dallas, hat die Polizei sofort mit Maschinenpistolen und Maschinengewehren in die Luft geschossen und um sich herum geschossen. Sie hatte einfach blanke Angst. Daraus ergab sich eine Massenpanik. Es gab dann eine Massenpanik, wo 100.000 Menschen aus Dallas, Texas geflohen sind. Ihnen wurde gesagt, entfernte sich unverzüglich aus Dallas in der Innenstadt. Es ist ein Scharfschütze mit einer Sniper-Rifle on the way, also unterwegs. Wo genau? Zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht. Man wusste nur, dass er aus erhöhter Position gezielt nach unten schoss und dabei 11 Polizisten schwer verletzte. 4 starben dabei. Sie wurden eben tödlich verwundet. Und wir zeigen Ihnen jetzt noch von anderen YouTubern aus Dallas, aus Texas und natürlich aus den amerikanischen Nachrichtensendern, was genau dort vorgegangen ist. Ja, also es war ein richtiges Schauspiel des Schreckens, weil eben auch der Polizei, der Polizeichef O'Brien hat bestätigt, dass es sich hier um einen Attentat auf Polizisten handelte und sie eben nicht wussten, woher die Schüsse, die gezielten Schüsse, Tötungsschüsse gegen die Polizisten herkamen. Deswegen wurde eine Massenpanik ausgelöst von der Polizei, eben weil sie sich angegriffen gefühlt hat.
Und da kann man jetzt noch Schlimmeres befürchten, aber das wollen wir jetzt nicht in den Vordergrund stellen. Hier ist jetzt im Vordergrund, dass es sich um ein gezieltes Attentat gegen Polizisten gehandelt hat in Dallas, Texas. Und dass dies dann zu einer Massenpanik bei den Polizisten geführt hat und Polizisten Polizei geführt hat, die es um sich geschossen haben, wahllos um sich geschossen haben, in erster Linie, um irgendwas beziehungsweise anzugreifen. Müssen Sie sich mal hineinfühlen in die Rolle, wie sich dann die Polizei fühlt in der Sachlage, wenn man nicht weiß, woher die Schüsse kommen, und dann erstmal ermitteln muss, woher sind die jetzt gefallen. Bitter ist es auch, im Nachgeschmack zu erfahren, dass die Polizei einfach so drauf losgeschossen hat und auf die Po Zivilisten um sich herum auch. Also man kann vom Glück aus sagen, dass keine Zivilisten schwer verletzt wurden. Es wurden keine Polizisten schwer verletzt. Also Zivilisten wurden nicht schwer verletzt. Zivilisten haben sich daraufhin versucht, bei Bushaltestellen Zuflucht zu suchen und natürlich auch in Wohnhauseingängen, dort in der Nähe war auch ein großer Park. So wie ich das schon betrachten konnte, sind auch viele über den Park, über Parks gerannt, um sich einfach zu retten. Wie gesagt, wir können nicht bestätigen, ob es sich auch noch gezielt um Schüsse handelt vom Attentäter auf Zivilisten. Es handelt sich im Moment, so wie wir es sehen können, nur gezielte Schüsse auf Polizisten, auf Polizeibeamte in Dallas in Texas. Und jetzt sehen Sie ein paar extra Bilder, die wir von YouTube geholt haben und berichten beziehungsweise sagen noch dazu, um welchen Creative Communicator es sich handelt, der diese Bilder aufgenommen hat. Creative Commons, werden wir natürlich mit Namensnennung erwähnen. Ja, und das war eine Sonderberichterstattung auf deutscher Ebene, eben jetzt auf YouTube-Basis, eben zu den Vorfällen in Texas, in Dallas. Und ich bedanke mich nochmal für diese schnelle Information aus Dallas, aus Texas, auch von Chief O'Brien und von der gesamten Polizei und natürlich von den Nachrichten Fox 4 und von den gesamten YouTuberinnen, YouTuber mit Creative Commons Rechten und normalen Standard-YouTube-Lizenzen, eben, dass sie hier zeigen, was eben vorgefallen ist. Und man sieht auch Ausschnitte, wie der Scharfschütze vorgegangen ist, weil er auch mal am Boden war. Er hat dann dieses Hochhaus verlassen, um eben zum Parkhaus zu kommen. Und dort wurde er dann von der Polizei hingerichtet. When last we spoke earlier this morning, we were treating two scenes as active scenes for the critical incident involving suspects or one suspect shooting at police headquarters, then being chased to a location in Wilmer-Hutchins. Since that time, we want to update you on what's transpired since then. At 4:30 a.m., our bomb robot picked up a bag, a suspicious package, at our Jack Evans Police Headquarters on 1400 South Lamar. This bag contained pipe bombs, and as the robot picked up the bag exploded, detonated. At 5:07 a.m., our SWAT snipers shot at the suspect in Wilmer-Hutchins through the front re windshield, excuse me, through the front windshield
of the van striking the suspect. Since that time, we have sent the bomb tech robot that has a camera to try and confirm whether the suspect is deceased. Because the suspect during negotiations expressed that the van he was traveling in was rigged with explosives, our officers are not approaching that vehicle, but instead our bomb technicians are deploying the robot and plan to detonate specific areas around the van to ensure that it's not rigged to explode. Right there, let me zoom in. Yeah. They got him. There's two police out there, but I just. Right, oh, now. Shit! Move! Oh my God! Move! God damn it. Sniper on the roof right now.